Manifestation ist, dass alles in deinem Bewusstsein entsteht, in deiner unsichtbaren Welt und sich nachher im Außen in deiner sogenannten 3D-Realität zeigt. Alles, ausnahmslos alles, entsteht in dir als deine Geschichten, als dein Glaube, als deine Überzeugung, als das, womit du dich beschäftigst, was für dich richtig und wahr ist. Und diese Wahrheit ist leider Gottes oft eine Lüge, weil das irgendetwas fehlt, dass irgendetwas da ist, was gegen dich ist, dass irgendetwas da ist, was dich nicht liebt, dass irgendetwas da ist, was dich nicht will, was irgendetwas da ist, das an dir Kritik ausübt, das dich falsch findet, ist einfach nur eine Lüge. Und diese Lügen manifestieren sich leider im Außen genauso wie die wahrhaftige Wahrheit über dich, über dein Sein, über deinen Seinszustand, dass du perfekt bist, dass du ein göttliches Wesen bist, dass an dir nichts falsch ist, dass an dir niemals etwas falsch war und dass das ganze Falsche, was du jetzt noch glaubst, was du in vergangenen Geschichten siehst, in vergangenen Erfahrungen siehst, einfach nur die Geschichte ist, die du geglaubt hast, dass irgendetwas an dir nicht zu lieben ist, dass du nicht geliebt bist, dass du nicht gewollt bist, dass du hier falsch bist auf diesem Planeten, dass du hier eingeschränkt bist, dass dir etwas verwehrt ist. Und das sind diese Geschichten, die uns das Leben mitgibt, so lange, bis wir die Wahrheit dahinter erkennen. Und unsere spezielle Person, die uns so sehr am Herzen liegt, die in unserem Herzen ist und doch so schmerzt und wehtut durch das Ablehnende, das Ignorierende, das nicht liebevolle, das nicht aufmerksame Verhalten im Außen, dient dir dazu, die Wahrheit zu erkennen, die Wahrheit über dich, wer du bist in Wahrhaftigkeit, in deiner Göttlichkeit, in deiner Kraft, in deiner Manifestationskraft, dass du hier auf Erden gekommen bist, um dein Bewusstsein so zu klären und nicht zu erweitern, sondern zu klären, zu reinigen, dass es aus Liebe besteht. Weil du willst Liebe, deswegen leidest du so wegen deiner speziellen Person, weil du diese Liebe willst, du willst diese Liebe leben, du willst diese Liebe erleben. Und diese Liebe lebt in dir. Und sie lebt in dir und sie darf rauskommen. Und sie kommt dann raus, wenn du sie siehst vor deinem inneren Auge, wenn du sie siehst mit deinen Gedanken, wenn du um sie herumspinnst. Deine Gedanken um Liebe, um Anerkennung, um Wertschätzung, um Wohlwollen rumspinnst. Wenn du deine Sichtweise aus der Liebe heraus entwickelst und sie ist ja schon da, sondern du musst sie eigentlich entwickeln von diesen Dingen, mit denen sie noch umwickelt sind, mit den ganzen Lügen, dass irgendetwas falsch läuft auf dieser Welt, dass irgendetwas falsch läuft mit dir, dass irgendetwas falsch läuft in deiner Beziehung und dass irgendetwas falsch läuft mit deiner speziellen Person, dass da irgendetwas nicht stimmt. Und genau darum geht es, dass du hier dich zu dem Wesen entwickelst, dass du wirklich bist. Reinste, pure Liebe, reinstes, pures Bewusstsein, reinste, pure Gewolltheit, Auserwähltheit für die Liebe. Du bist auserwählt für die Liebe, du bist auserwählt. Wir sind alle auserwählt, um Liebe zu leben und zu erleben. Aber solange wir das nicht wissen, können wir es nicht glauben. Und hier bist du auf meinem Kanal.
um wirklich dieses Wissen ganz, ganz tief, zweifelsohne in dir zu verankern und so auch wissen zu können, dass jede andere, spezielle, bestimmte Person, auf die du dein Bewusstsein richtest, nur das für dich sein kann, was du glaubst, was du denkst, worüber du dir bewusst bist. Und wenn du dir eben den ganzen Tag darüber bewusst bist, dass die Dinge nicht so sind, wie du möchtest, dass deine bestimmte Person sich nicht so verhält, wie du möchtest, dass andere Dinge, egal was in deinem Leben, nicht so ist, wie du möchtest, liegt es einzig und allein daran, dass du immer noch glaubst, dass etwas gegen dich spielen könnte, gegen deine Wünsche, gegen deine Erfüllung, gegen dein Glück. Und das ist in Wahrheit nicht so, denn du bist alles, du bist reines Bewusstsein. Und wenn du dieses Bewusstsein reinigst von diesen Un- oder Unterbewussten Gedanken, Überzeugungen, an die du so fest glaubst, dass sie ein Wissen für dich darstellen, weil du im Außen die Dinge so interpretierst, wird sich deine Realität schwerlich ändern. Und eine krasse, sofortige Änderung in deinem Bewusstsein, in deinem Seinszustand ist jederzeit möglich. Jetzt hier ist es möglich. Und wenn du dieses Video siehst und mit mir gehst in diesen reinen Bewusstseinsraum deiner Liebe und deiner Perfektion, deines Genies, deines Gewolltseins, deines Auserwähltseins, hier als deine absolut außerordentlichste menschliche Version durchs Leben zu laufen und Liebe zu erleben, zu generieren, dann passiert das in deinem Bewusstsein. Und um selbst zu dieser Liebe zu werden, damit deine Reflexion und auch deine bestimmte Person oder jede Person dir zeigen kann, wie gewollt und wie geliebt und wie gewertschätzt du wirst, fängt in deinem Denken an, in deinen Ansichten. Und diese Ansichten aus diesem Wissen heraus, wer du bist, aus diesem Selbstkonzept einer göttlichen Person, einer göttlichen Version von dir herauszudenken. Und dann verändert sich deine Realität. Und wenn du eine andere, spezielle, bestimmte Person veränderst, veränderst du dich. Und indem du dich veränderst, veränderst du deine komplette Realität. Und das ist so wichtig, dass du erkennst, es geht. Wir reden zwar immer davon, eine spezielle, bestimmte Person zu verändern, aber in Wahrheit ist es so, du veränderst dich, dein Bewusstsein und somit verändert sich deine Realität, deine Energie, dein Seinszustand und alles, was du in dein Bewusstsein hereinholst, wird aus deiner Ansicht heraus zu dem generiert, was deiner Liebe, deiner Ansicht aus Herzen, aus deiner Herzensansicht, aus dem, dass jeder von dir in seiner absoluten schönsten Version gesehen werden kann, weil sie existiert. Denn wenn du dieses Bewusstsein generierst und kreierst, dann existiert jeder darin in seiner höchsten Version, in seinem Divine Design Blueprint, aus der Seele, aus der Perfektion, aus der Liebe, aus der Füllung, Erfüllung, aus der Fülle heraus. Und das ist der Weg, der zu gehen ist. Und der geht nur über dich selber, weil du bist ja das Bewusstsein. Und solange du glaubst, da ist noch eine Person im Außen, die du verändern musst im Außen, dadurch, dass du äußere Sachen versuchst zu manipulieren und zu kontrollieren, wirst du dich nicht verändern, weil du bist dann stecken geblieben. Du bleibst stecken in der Realität, wo diese Dinge verändert werden müssen. Und wenn du aber jetzt tief eintauchst in dein Bewusstsein und in diese veränderte Realität, die aus dir herausstrahlt,
Egal, was mal war, egal was vielleicht gerade noch von dir im Außen entgegengesetzt interpretiert werden könnte, dann bist du in deiner Kraft und in deiner Macht. Und dann, es ist Gesetz, es ist Prinzip, wird sich deine Realität im Außen, das Manifestierte, die manifestierte Welt, die 3D-Realität dir anpassen. Und so kannst du deine spezielle Person in Anführungsstrichen in ihrer höchsten Perfektion in dein Leben manifestieren. Genauso perfekt, genauso geliebt, genauso liebend, genauso liebdenkend, genau so absolut perfekt, wie du dich selber sehen kannst, wird dein Spiegelbild dir deine Liebe und deine Perfektion, das was du über dich selber glaubst, was die Wahrheit und Wahrhaftigkeit ist, dir reflektieren. Und das ist der Weg. Und weil der Schmerz zu groß ist, den die spezielle Person triggert, musst du erkennen, dass dieser Schmerz dich zu dir triggert, zu dir, zu deiner höchsten Version, zu deiner höchsten Wahrhaftigkeit, zu deiner wahrhaften Liebe. Und Liebe nicht in bedingter Liebe, sondern in bedingungsloser Liebe, weil du bedingungslos diese Liebe bist. Und dieses Denken zu implementieren, dass du aus deinem Herzen denkst, dass du die Welt aus deinem Herzen, aus der höchsten Liebe, aus der Perfektion sehen kannst, hinter den Vorhang blicken kannst, deiner speziellen Person auch, weil es nur eine Reflexion deiner alten Ansichten ist. Deswegen bitte ich dir diese wunderbare Masterclass, manifestiere in eine spezielle Person in höchster Perfektion. Es ist eine zweitägige Masterclass und sie findet statt in der nächsten Woche und zwar am 13. und am 14. Juni 2024. Du kannst dich jetzt unter diesem Video dazu anmelden. Im Moment ist der Preis bei 55 €. Das kann sich jeder ermöglichen. Und 2 Tage lang von mir sozusagen in dein Divine Design gebrainwashed zu werden, dass du deine höchste Perfektion in dir erkennst und auch in deiner speziellen Person sehen kannst. Hinter die Geschichten, hinter die Verletzungen, hinter die Vergangenheit zu schauen, um eine Zukunft für dich in Fülle, Liebe und Erfüllung mit deiner speziellen Person zu manifestieren. Es ist sowas von möglich und es geht nur über dich und über dein Wissen, wie Bewusstsein funktioniert und deine Kontrolle deines bewussten Seins. Und dein bewusstes Sein ergibt sich aus deinen bewussten Gedanken. Und wie die aufzustellen sind, wie die umzusetzen sind, lernst du in dieser Masterclass. Melde dich also jetzt gleich noch an, bevor der Preis auf 110 € steigt. Und sei dir auf jeden Fall bewusst, dass es eine Reise zu dir ist, denn dein SP lebt in dir, in deinem Bewusstsein, er lebt in deinen Gedanken, er lebt in deinem Herz, in deiner Wahrhaftigkeit. Und da holen wir ihn raus in die 3D-Welt, sodass du ihn in dieser Version, die in deinem Herzen entstanden ist, anfassen kannst, lieben kannst, küssen kannst, all die guten Dinge, die du dir nur wünschst, mit ihm oder ihr erleben kannst. Diese Masterclass wird dir die Augen öffnen, aber sie wird dich nicht von der Umsetzungsarbeit befreien können, denn die liegt bei dir in deiner Konsequenz. Und ich freue mich, dich dort zu sehen. Und schreibe mir bitte unter dieses Video, wo du vielleicht gerade stehst, was für dich gerade die größten Herausforderungen sind, damit ich in Zukunft auch Videos machen kann, die das ansprechen. Like und wie gesagt, kommentiere und teile, weil dieses Wissen
wird unsere Welt verändern. Und bis jetzt ist es noch eine ganz kleine Elite, die wirklich ausnahmslos und kompromisslos ihre eigene Kraft und Macht für sich anerkannt haben und sich nicht mehr die Ausreden gelten lassen. Ja, es ist ja, weil da draußen, es ist ja wegen der Situation, es ist ja wegen dieser Person. Du bist jemand, der ist auserwählt, dieses Wissen zu verkörpern und sich sein absolutes, ihr absolutes Traumleben hier und jetzt zu manifestieren. Ab diesem Moment, im nächsten und jedem darauf folgenden Moment, bist du die alleinige Kraft in deiner Realität.